Wie immer zu Pfingsten fand auch 2016 das seit Jahrzehnten weit über die Grenzen Europas bekannte Moers-Festival statt. Inzwischen die 45. Ausgabe. Über viele Jahre prägten ein Jahrmarkt und öffentliches Camping das Bild der Stadt über die Pfingsttage, das ist aber längst Geschichte. Die 45. Ausgabe setzte auf das bewährte Muster des künstlerischen Leiters Rainer Michalke, musikalisch Gegensätzliches zu präsentieren. Aber schon im Vorfeld und Verlauf der Veranstaltung kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Michalke und der Kultur GmbH. Unser Bericht zeigt einen musikalischen Querschnitt des Festivals. Thank you.
Und du bist der Moritz? Ja. Und wie alt bist du? 9. Dann bist du ja wahrscheinlich der jüngste Jazz-Fan hier in Moers. Bist du zum ersten Mal hier auf dem Festival? Nee, ich war schon 9-mal. Schon 9-mal? Ja. Also dein ganzes Leben lang kommst du schon hierher? Ja. Und wie findest du es hier? Gut. Was gefällt dir denn hier also auf dem Festival so gut? Die Auftritte und so. Und jetzt gerade hast du das Subway Jazz Orchestra dir angehört? Ja. Und wie hat dir das gefallen? Sehr gut. Ja? Spielst du auch ein Instrument? Ja, Posaune. Ah, der Tobias Bemba spielt ja auch Posaune, ne? Aber heute hat er nur dirigiert, ne? Ja. Das Subway Jazz Orchester ist eine Initiative gewesen, eigentlich auch von meinem Kollegen Janik Truhmann und noch 4 anderen. Und es ist eigentlich aus dem Wunsch entstanden, dass wir viele junge Schreiber an der Musikhochschule hatten, die Programme schreiben, die Musik schreiben für Big Band. Und man wirklich mal ein Ensemble haben wollte, wo man weiß, man kann regelmäßig neue Sachen schreiben, die dann direkt gespielt werden, ausprobiert werden. Und wir sind recht schnell über den Marcel, der das Subway betreibt, in den Kontakt gekommen und diese Reihe dazu starten, dass wir einmal im Monat im Subway in Köln an der Aachener Straße spielen mit der Band. Und daraus hat sich mittlerweile, ich glaube, 2,5 Jahre grob oder gut gibt es uns jetzt schon. Und wir spielen bis auf den Sommer eigentlich jeden Monat immer andere Programme. Und das ist super spannend. Die Band ist dadurch schon so eingespielt, immer schwierige, eigengeschriebene Programme. Also es ist ein Traum, so eine Band zu haben, mit der spielen zu dürfen. Ein ganz großes Glück für uns alle. Gebe ich euch ein Autogramm. Wie heißt du denn? Moritz Breuer. Bitteschön. Danke. Gerne. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen auf dem Moers Festival? Hast du schon viel gehört? Ja, also ich habe gestern noch eine Band gehört und ja, ich finde alles cool eigentlich. Ja, und hast du auch die erste Band gehört gestern, die mit den vielen Geigen? Nee, ich habe die letzte gehört. Ah, die, also so lange wart ihr noch hier, bis zu ganz zum Schluss, die Brass Band? Ja. Und wie war das? Wie fandst du die? Auch cool. Die haben richtig Stimmung gemacht, ne? Ja. We'll be right back.
Standing here with the No BS BB at the MF, yes. Which is short for Merz Festival. Is this your first time in Germany? This is the first time the brass band's ever been to Germany, so yes, very excited. We've played here in other bands and stuff, but we've never brought our own band here, so really excited about it. And you bring in a lot of history. I mean, when I look at where you come from, what you're doing, what people write about the No BS brass band, I mean, first of all, for German, it's like, what does this No BS stand for? Mm-hmm. What does it stand for? Strictly business, you know what I mean? Noble, you know, strictly business, brass band. You know exactly what it stands for. No BS Brass, Richmond, Virginia. How do you keep a brass band like this together? I mean, you guys obviously do have real jobs or other bands or things, you know, around the band. How does it work to keep that? How many are you? There's 12 of us, and it's not necessarily the easiest thing, but I think this is the thing that we like doing the most, so it's certainly one of the most important things to us, so we all make it a priority and just want to make sure that it's the easiest way for us to have fun, us to make music, and it's hard to pass up hanging out with your friends and playing music, so it's sometimes a challenge, but we all love it, wouldn't pass it up for anything. Yeah, it's a little bit of both, you know. I'm so happy they gave us the opportunity, they helped get us out here, but we, you know, we're doing it for the love. You know, we definitely don't make as much because we have so many people, but you couldn't make what we've made with a smaller amount of people. So we just have to keep pushing this big old thing forward, you know. So just love doing it. We have 3 other shows and we're really excited about it.
Well, I married me a wife. She gave me trouble all my life. Ran me out in the cold rain and snow. She came into the room where she met her fatal doom. And I'm not gonna be treated this way. This gave me trouble all my life. Ran me out in the cold rain and snow. Thank you.
Was sind das für Menschen, die du um dich geschart hast? Wie bist du an die gekommen? Also ein, zwei kannte ich schon von früher, die habe ich einfach direkt angefragt, also aus Israel direkt, ich flieg dich ein, so, du musst dabei sein. Und dann, viele kamen dann über Empfehlungen. Dann habe ich die Hanna von der Ensemble Musikfabrik angerufen, die war auch sofort dabei, ganz toll, die kenne ich auch nur flüchtig. Und die hat mir dann wieder Sabine empfohlen, also es sind viele Empfehlungen und so, Susanne hat mir Irene empfohlen. Und ich habe dann natürlich, es gibt jetzt Internet, dann guckt man halt, ne? Dann sieht man sich Videos an und so. Und ich habe dann einfach versucht, so ein Gefühl für die zu kriegen. Ich bin immer sehr intuitiv mit dem Aussuchen meiner Musiker. Und dann habe ich einfach so, wer passt? Passt das? Könnte das so passen? Und dann habe ich mir das immer wieder vorgestellt. Und dann habe ich meine Traumbesetzung halt auch gehabt. Die haben alle sofort Ja gesagt. Und so war es halt auch. Ne? Es war die Traumbesetzung. Unfassbar. Geil. Wie habt ihr das geschafft, in so kurzer Zeit zu so einem Klangkörper zu werden? Ich, von der ersten Minute an waren wir eine Gruppe. Wie lange habt ihr denn eigentlich geprobt? Wir haben 4 Tage geprobt. Und die kamen rein, wir haben bei mir zu Hause geprobt. Die kamen rein, wir haben uns getroffen. Und es war so, als hätten wir uns schon ewig gekannt alle. Es war wie mal, also ich bin ja nicht so, das ist, will nicht so kitschig klingen, aber ich muss das sagen, es war wirklich magisch. Es war magisch. Du bist ja auch Schlagzeugerin. Ja, also du hast nicht nur Geige studiert, sondern auch Schlagzeug. Das habe ich heute erst so richtig wahrgenommen. Ja, also das Ding ist, also es ist natürlich so, ich habe Schlagzeug studiert, genauso wie Geige, Jazz-Schlagzeug. Und als ich nach New York gegangen bin vor 10 Jahren, da habe ich mich tatsächlich aber entschieden, ich mache jetzt Geige, weil man muss ja auch so ein bisschen, New York ist eine harte Stadt, um zu arbeiten, und man muss ja so ein bisschen eine Nische finden. Und ich habe halt sofort Arbeit gekriegt mit Geige, es gibt so viele Schlagzeuger und so. Ich habe dann auch Sessions gespielt und dann habe ich das Schlagzeug so ein bisschen wieder verloren. Und ich habe aber jetzt gemerkt, es fehlt mir so. Und ich glaube, dieses Konzert heute ist eher wie so ein, also ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich habe seit Jahren nicht auf einer Bühne Schlagzeug gespielt, seit 10 Jahren. Und für mich ist das jetzt wie so ein Neustart ein bisschen. Und ich wollte das auch für mich, das war für mich sehr persönlich, dass ich heute nochmal Schlagzeug gespielt habe. Der Fotograf Frank Schemmann ist seit vielen Jahren beim Festival dabei. Er besitzt das Privileg, die Musikerinnen und Musiker unmittelbar nach ihrem Auftritt porträtieren zu dürfen. Sobald sie die Bühne verlassen, betreten sie sein Fotozelt. Unser Kameramann durfte Caroline Pog mit auf die andere Seite der Linse begleiten. Ja, genau. Das ist auch ein schönes Bild, ne?
There was a colleague from your country yesterday, Harold Lopez Nusa, mm-hmm. who announced you, who said, you know, people come back tonight, there's a special treat. Mm-hmm. There are exciting things happening around Cuba. Mm-hmm. How long have you been away from home? How long have you been in the U.S.? Well, I've been in the U.S. since 2009, but I've been away from Cuba for a while now. I left in 2001, even though I've kept a very close relationship with obviously my culture and my country, because you know, my family still lives there. You know, my parents and my grandmother, you know, my extended family. So I go back and forth. You know, I try to go as often as I can. Now, you're not Cuban, Eric. How do you relate to this music? I mean, obviously, you're an honorary Cuban. So as an honorary Cuban, when you first heard this music or when you first played with this group, what was that like? Was it different than with another group? Was there... Every musical situation has its personality, you know? And when it comes down to it, it's all music, it's all sound, you know? So if you're a musician with an open mind, you know, then you can immerse yourself into different situations, you know? And, you know, I'm very fond of what David does, you know? And we've played together in a number of different situations, you know? So for me, it's very natural, a lot of the things that are happening, you know? I feel comfortable with it, so it's, you know, it's not a problem. And Roman has the last word. Se sería igual. Ahí no más. Erigo mogongo machevere, ekwenkwen, chavyaka mogongo machevere, ekwenkwen, erigo mogongo machevere.
Sere Grugoro. Du bist Mörser, das heißt, das Festival und du, ihr habt eine lange gemeinsame Vergangenheit, oder? Ja, sehr lang. Also ich bin als Kind auf den Schultern meiner Eltern, habe ich noch im Freizeitpark über den Bretterzaun geguckt, wo dann die ganzen Kiffer saßen und so. Ne? Und die schräge Musik und so. Und also einmal im Jahr die Spezies, die anderen Spezies einfielen, so, die andere Spezies. Dann habe ich irgendwie in der uncharmanten Eishalle meine ersten großen Konzerte gesehen, also John Zorn, Arthur Lindsay, David Moss und Heiner Goebbels und solche Sachen. Und dann habe ich gedacht, wow, ne, also da hat sich für mich eine Tür geöffnet und damit bin ich dann natürlich weiter groß geworden. So. Ihr habt ein Stück gespielt, das hieß Cherbourg Blues. Erzähl mal was darüber. Also es gab irgendwie vor ein paar Jahren so einen Film von Aki Kaurismäki, spielte in Cherbourg. Im Jetzt und Heute, war aber so ein bisschen ausgestattet wie in den 50ern mit so einem Kommissar und plötzlich geht ein Container auf, Flüchtlinge kommen raus und es war so ein Bild, es war natürlich die Flüchtlingsthematik auch irgendwie natürlich die ganze Zeit mitschwingt und das ist eben genau so ein minimalhaftes Stück, angelegtes Stück, wo eben wirklich immer 8 Takte und nur kleine Noten verändern sich. Aber eigentlich ist es natürlich ein großer, breiter Teppich, der sich dann als Thema ausbreitet. Ja, und ich habe das gewidmet halt Christoph Eidens auch, der hier als Mörser Musiker ja, einer meiner Ziehväter war sozusagen. 2005 leider verstorben und ja, grandioser Spieler. Also es war so ein bisschen auch Hommage, auch Widmung an ihn. Thank you.
Thank you.
Nicht selten war das Moers-Festival politisch stark umstritten. Meistens war die Finanzlage Ausgangspunkt der Auseinandersetzungen. Nach 11 erfolgreichen Festivals bot der künstlerische Leiter Rainer Michalke im Spätsommer seinen Rücktritt an, der einstimmig angenommen wurde. Inzwischen ist ein Teil des Festivalteams zurückgetreten. Deshalb ist bis heute nicht klar, wie es mit dem Moers-Festival weitergehen wird.